Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video, da schauen wir uns doch nochmal ganz genau hier den neuen HMIP Fallmod C12 an. Das ist der Fußbodenheizungsaktor von Homematic IP und zwar die neuere Variante. Und dieses Video wird ein bisschen ausführlicher. Nutzt du nicht den Homematic IP Access Point mit der App, und sondern die CCU, dann würde ich sagen, schau du dir doch mal das andere Video an, was du ebenfalls hier auf dem Kanal findest oder halt hier oben mit der Infokarte. Aber wir starten jetzt erstmal mit dem Intro und dann geht's los. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Ja, wie anfangs schon gesagt, das ist der neue Aktor. Aber wieso eigentlich neu? Denn neu deshalb, weil es natürlich auch einen alten gibt und davon habe ich dir den Karton hier nochmal stehen. Das hier ist der alte Aktor, den gibt es insgesamt in 4 verschiedenen Versionen. Einmal jeweils mit 230 Volt und mit 24 Volt, je nachdem was für einen Stellantrieb du verwendest. Und den gibt es halt nochmal in der Ausführung mit 6 Heizkreisen, die er ansprechen kann oder halt mit 10 Heizkreisen. Also insgesamt dann 4 verschiedene Versionen, die es halt hier von diesem Gerät gibt. Ganz zu Beginn möchte ich noch mal kurz sagen, ich bin kein Heizungsbauer, Installateur oder wie auch immer. Also alles, was du halt hier erfährst, ist halt so, wie ich mir das auch angelesen habe. Dennoch denke ich, da ich auch verschiedene Quellen genutzt habe, ist das soweit alles richtig, was ich hier sage. Ein Heizungsbauer kann da sicherlich das Ganze noch besser erklären oder noch mehr in die Tiefe gehen. Das heißt, wenn du da gezielte Fragen hast, dann gerne unten natürlich in die Kommentare. Ansonsten halt deinen Heizungsbauer des Vertrauens nochmal ansprechen, ob der da noch weitere Informationen für dich hat. Ja, ich habe ja schon davon gesprochen, dass dieses jetzt der neue Aktor ist. Und darum wollen wir jetzt in der Theorie erstmal ein bisschen damit beginnen und uns einfach mal anschauen, wo jetzt überhaupt der Unterschied ist zwischen dem neuen Aktor und dem alten Aktor, denn da gibt es doch viele Unterschiede, wie ich halt ja auch herausbekommen habe. Starten wir jetzt erstmal kurz mit dem alten. Der alte Aktor, ich sage immer der alte und der neue, damit das für dich ein bisschen einfacher ist. Also der alte Aktor, der halt immer noch sehr gut funktioniert, darum halt hier nicht falsch verstehen, der alte Aktor jetzt, der hat ein sogenanntes Puls-PWM-Verfahren. Das heißt, das ist eine Pulsweitenmodulation, so heißt es. Und das bedeutet, dass dieser Aktor ja an deine ganz verschiedenen Stellantriebe, die du halt für die einzelnen Räume hast, dran angeschlossen ist. Diese Stellantriebe, die du dort hast, die gibt es halt entweder mit 230 Volt oder 24 Volt Ausführung. Darum auch je nachdem, was für einen Aktor du halt dort benötigst. Und diese Pulsweitenmodulation, die läuft halt so ab, ich blende dir dafür auch nochmal eine Grafik ein, dass halt du deine Solltemperatur hast und dann dieser Aktor halt dein Stellantrieb komplett öffnet und komplett schließt. Also was anderes kann dieser Aktor nicht. Das heißt, der Aktor macht halt komplett auf, sodass die heiße Luft durch die Fußbodenheizung in den Raum gelangt. Oder der Aktor macht halt den Stellantrieb komplett zu, sodass halt dann keine warme Luft mehr in den Raum gelangt, um diesen Raum dann zu erwärmen. Das heißt, es sind wieder 1 oder 0 in dem Falle und wie man halt hier auch in der Grafik sehen kann, ist es so, dass du halt eine Solltemperatur natürlich einstellst. Stellst du diese Solltemperatur ein, dann wartet halt das Raumthermostat, was du natürlich ebenfalls halt für die einzelnen Räume noch in Verbindung mit dem Aktor immer benötigst. Das Raumthermostat misst dann die Temperatur und würde dann, wenn halt ein Temperaturbereich erreicht ist, der über der eigentlichen Solltemperatur erreicht wurde, dann würde der Aktor halt entsprechend das wieder ausmachen, dass dann kein warmes Wasser halt mehr in den Raum geleitet wird durch die Fußbodenheizung. Wenn dann halt die Temperatur wieder sinkt, als Beispiel zum Beispiel, dass 22 Grad deine Temperatur ist, die du eingestellt hast und die sinkt zum Beispiel auf 21,9, würde der Aktor wieder halt das Ganze öffnen von den Ventilen her in der Fußbodenheizung, sodass warmes Wasser wieder in den Raum gelangen kann, ist halt dann das Ganze wieder erhöht, das heißt über der Solltemperatur, dann würde der Aktor das Ganze wieder ausschalten, sieht man ja auch in der Grafik. So ist es vereinfacht erstmal dargestellt. Das heißt, der Aktor macht auf oder zu und würde dann halt entsprechend die Fußbodenheizung damit steuern. Man spricht bei sowas auch oft von einer Zwei-Punkt-Regelung. Das heißt, Zwei-Punkt-Regelung oder halt dieses PWM-Verfahren, das ist eigentlich so das Übliche. Und das ist eigentlich auch ja, im Großen und Ganzen das halt, womit, ich sag mal, 90% aller Fußbodenheizung eh arbeiten. Was dabei auch zusätzlich noch zu beachten ist, ist halt, dass diese Stellantriebe, die du halt ja hier
ich habe jetzt hier mal den neueren als Beispiel, diese Stellantriebe, die du ja auch in deiner Fußbodenheizung hast, und wenn halt dann der Aktor sagt, so, jetzt muss halt warmes Wasser in den Raum gelangen, dann würde der Stellantrieb mit Strom versorgt werden, was dann halt diesen Stellantrieb öffnen würde. Das wäre bei einem Stellantrieb, der normally closed ist. Da gibt es nochmal zwei verschiedene Arten von Stellantriebe, normally closed und normally open. Das heißt, wenn dieser Stellantrieb keinen Strom hat, das würde dann halt normally closed, dann wäre halt geschlossen. Das heißt, es würde auch kein Wasser in den Raum gelangen. Es gibt auch normally open Stellantriebe und diese Stellantriebe, die sind im Normalfall geöffnet. Das heißt, wenn kein Strom anliegt, dann würde halt immer warmes Wasser in den Raum gelangen. Siehst du oft, dass halt auf den Stellantrieben selber NC oder NO draufsteht. Für normally closed, normally open. Und entsprechend, wenn halt der Aktor sagt, okay, jetzt brauchen wir aber dort mal ein bisschen warmes Wasser in deinem Raum, um halt diesen dann zu erwärmen, dann würde natürlich auch der Stellantrieb an dieser Stelle Strom brauchen. Und das ist nicht viel, es sind so 3 bis 5 Watt meistens. Aber natürlich über das Jahr verteilt ist es schon Energie, die dort verbraucht wird durch den Stellantrieb. Und das ist nämlich auch ein Unterschied erstmal zu dem neuen Aktor. Diese Stellantriebe hier, die können halt angefahren werden. Das heißt, der Aktor selber kann halt sagen, okay, bei diesem Stellantrieb nun, der soll jetzt als Beispiel zu 28% geöffnet werden. Dann stellt der Aktor das soweit ein für den Stellantrieb, würde den für 28% öffnen und diese Zeit, wo er halt diese Änderung halt durchführt bei dem Stellantrieb, die würde natürlich Strom brauchen, allerdings dann ist Schluss. Also dann braucht er keinen Strom oder fließt da kein Strom mehr, denn halt dieser Wert ist einfach fest dann drin und der Stellantrieb hat diesen Wert dann, ohne dass weiteres Strom irgendwie gebraucht werden muss. Und darum spart dieser neue Aktor definitiv auch Strom bei deiner Heizungsinstallation. Diese Stellantriebe im Übrigen, die benötigst du auf jeden Fall, wenn du den neuen Aktor einsetzen möchtest. Ja, darum immer dran denken, wenn du halt den neuen Aktor nutzen möchtest, bestell auf jeden Fall auch die Stellantriebe mit. Links dazu natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf verdrahtet.info. Aber werfen wir jetzt noch mal einen Blick auf den neuen Aktor hier. Denn der neue Aktor, der ist eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Zum einen hast du hier oben ein Display, was dir immer halt den aktuellen Status anzeigt. Das heißt, du siehst hier die einzelnen Antriebe, die einzelnen Stellantriebe, die angeschlossen sind und siehst zusätzlich auch, wie diese gerade geöffnet sind für die einzelnen Räume. Ja, das wird hier übersichtlich dargestellt hier in der Übersicht hier im Display. Das Display übrigens, weil viele das immer fragen, ist auch beleuchtet. Auf der Rückseite hier, da haben wir eine Möglichkeit, das Ganze auf einer Hutschiene auch nochmal zu befestigen. Auch das funktioniert wunderbar an der Stelle, sodass du das auch sauber in deiner Fußbodenheizungsverteilung auch schön installieren kannst. Hier auf der Unterseite, da haben wir nochmal den 230 Volt Eingang, ganz normaler Stecker halt hier. Und wenn wir uns hier die Klappe nochmal öffnen, dann sehen wir hier ganz viele verschiedene Eingänge bzw. hier Buchsen, um halt dann den Stellantrieb zu befestigen. Und das ist eigentlich auch das Schöne daran, denn diese haben hier so einen kleinen Stecker hier, RJ11 ist das, glaube ich, und diesen können wir einfach einklipsen und schon ist das Ganze miteinander verbunden mit dem Stellantrieb. Aber wie man das Ganze in der Fußbodenheizungsverteilung nochmal installiert, dazu kommen wir gleich auch nochmal. Zusätzlich hier unter der Klappe gibt es auch nochmal einen 24 Volt Eingang. Das heißt, wenn du in deiner Verteilung nur 24 Volt zur Verfügung hast und kein 230 Volt, dann hast du hier auch die Möglichkeit, das Ganze mit 24 Volt zu versorgen. Anschlüsse hast du jetzt hier 12 an der Zahl. Das heißt, du kannst 12 Stellantriebe hier daran nutzen an diesem Gerät. Vielleicht fragst du dich jetzt auch vielleicht, 12, das ist ganz schön viel. Es kann immer sein, dass du halt für einen Raum, bei größeren Räumen wird das eigentlich generell so gemacht, mehrere Heizkreise hast. Ja, sieht man gleich auch nochmal bei mir in der Installation, denn bei mir ist es auch so, bei größeren Räumen werden halt mehrere Heizkreise verwendet, so dass du dann an der Stelle auch diese mehreren Heizkreise anschließen kannst und die gleichmäßig dann angefahren werden. Hier ganz am Ende, da gibt es nochmal einen Digital-IO-Port, der hat im Moment noch keine Funktion, also das heißt, da gibt es noch kein Zubehör dafür. Warten wir mal ab, was EQ3 dort nochmal entwickeln wird. Ein weiterer Vorteil, den wir bei diesem neuen Fußbodenheizungsaktor haben, ist ja, wie gerade eben ja schon erwähnt, dass wir halt hier die Öffnung für die einzelnen Räume ganz individuell anfahren können und nicht so, wie es früher
in Anführungsstrichen war, dass wir es nur öffnen oder schließen können. Und dadurch, dass wir halt das Ganze individuell anfahren können von der Öffnung her, darum brauchen wir halt hier auch keinen hydraulischen Abgleich mehr der Fußbodenheizung. Ja, jetzt wieder so ein Begriff, hydraulischer Abgleich. Was ist das denn schon wieder? Naja, schauen wir uns doch einfach mal so ein Haus an. In diesem Haus hast du dann die Heizungsanlage, jetzt hier auch wie auf diesem Bild zu erkennen, im Keller oder irgendwie auf Dachboden. Das heißt, der Weg, den halt das Wasser für die Fußbodenheizung hier zurücklegen muss, der ist recht unterschiedlich. Denn, ja, zum Beispiel ein Raum, der halt irgendwie bei dir im Erdgeschoss ist, da braucht der Weg ja, sei es drum, dass jetzt die Heizung im Keller oder im Dachboden steht, der Weg, den halt das Wasser zurücklegen muss, der ist ja komplett anders als irgendwie ein Raum im Dachgeschoss. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen Erdgeschoss und Dachgeschoss. Und dieser Unterschied ist natürlich auch da, weil halt der Druck anders ist. Ja, die Heizungsanlage oder der Verteiler im Erdgeschoss, der hat einen anderen Druck, wie auch ein Verteiler, der halt im ersten Obergeschoss steht. Aber nicht nur der Druck ist hier anders, sondern die Räume selber haben natürlich auch verschiedene Größen. Und dadurch, dass sie verschiedene Größen haben, ist auch hier der Wasserdruck natürlich anders, der halt benötigt wird, um Räume gleichmäßig zu beheizen. Denn das Ideale ist eigentlich, dass die Räume alle gleichmäßig beheizt werden. Ja, und entsprechend, wenn die Fußbodenheizung läuft und die zum Beispiel morgens auf 22 Grad soweit ansteigen soll, natürlich ist auch hier wieder Diskussion da, ob es überhaupt Sinn macht, das Ganze irgendwie zu minimieren oder nicht. Dennoch gehen wir da mal von aus, dass die Räume halt alle gleichmäßig auf 22 Grad erhitzt werden sollen. Dann macht es durchaus Sinn, dass alle gleichmäßig erhitzt werden und nicht, dass halt der eine schneller die 22 Grad erreicht als ein anderer Raum, weil da auch wieder Luftunterschiede dann sind. Um nun aber auch den Druckunterschied der einzelnen Räume auszugleichen, dafür gibt es jetzt den hydraulischen Abgleich, den normalerweise der Heizungsinstallateur direkt an der Fußbodenheizung durch Drehen an den Ventilen anstellen kann. Und dieser Abgleich, der ist halt wichtig, wenn du hier noch den alten Aktor einsetzen möchtest. Richtig gehört, nur beim alten Aktor. Beim neuen Aktor, da gibt es einen thermischen Ausgleich. Dadurch, dass ja die einzelnen Räume mit den neuen Stellantrieben hier individuell angefahren werden können, vom Öffnungswinkel her von den Stellantrieben, dadurch ist es so, dass der hydraulische Abgleich hier nicht mehr vollzogen werden muss, weil das ja einfach die Stellantriebe für dich erledigen. Und seien wir mal ehrlich, dadurch, dass der Installateur das dann nicht bei dir machen muss, sparen wir auf der anderen Seite natürlich auch wieder Geld. Aber nun gut, genug der Theorie, wir schauen uns jetzt erstmal gemeinsam an, wie wir halt den neuen Aktor in der Fußbodenheizung installieren, und dazu springen wir mal bei mir in den Abstellraum, denn dort ist der Verteiler bei mir, und ich zeige dir, wie ich den Verteiler bei mir installiert habe. Bei der Installation starte ich jetzt zunächst einmal hier mit den Stellantrieben. Ich habe hier einen schon runtergeschraubt, bei den anderen haben wir jetzt hier nur noch Kappen. Es kann natürlich bei dir sein, dass du hier keine Kappen drauf hast, oder höchstwahrscheinlich ist es bei dir nicht so, dass hier Kappen drauf sind, sondern eher, dass hier schon andere Stellmotoren drauf verbaut sind. Aber wie ja schon eingangs beschrieben im Unboxing der verschiedenen Komponenten, ist es ja so, dass der Temperatursensor oder der Aktor, den wir hier nutzen jetzt für die Fußbodenheizung, ein ganz spezieller ist, und darum brauchen wir halt auch die anderen Stellantriebe hier an der Stelle. Und darum schraube ich die jetzt hier alle einmal runter. Haben wir das gemacht, dann können wir hier diese Adapterringe nehmen und die hier ebenfalls einmal wieder draufschrauben. Und ja, die schrauben einfach so weit drauf, wie es halt geht. Nachdem jetzt alle Adapterringe hier drauf festgeschraubt sind, nochmal kurz kontrollieren, ob auch alle richtig fest sind, dann können wir damit beginnen und hier diese Motoren draufklipsen. Es geht recht einfach vonstatten. Wir setzen das hinten einfach so ein bisschen an und dann können wir das einfach runterdrücken und schon sitzt der hier mit drauf. Da wir jetzt aber auch mit der Verkabelung hier starten können von dem Aktor, setze ich den hier nochmal neben. Ich habe hier schon die Hutschienenleiste mit montiert, muss das aber, glaube ich, ein bisschen weiter nach links setzen, weil ich das hier sonst mit in die Quere kommt. Aber ansonsten ausreichend Platz ist dort auf jeden Fall. Und da sitzt er jetzt auch schon, und dann kann ich auch ebenfalls nämlich damit beginnen, die einzelnen Stellmotoren hier mit einzusetzen. Ist ja, wie schon gezeigt, recht einfach. Das heißt, ich klipse das hier einfach ein und kann dann das Kabel hier einfach durchführen.
Und so verfahre ich jetzt ebenfalls mit den anderen Stellmotoren. Als zweitletzten Schritt setzen wir jetzt hier nochmal kurz diese Kappe wieder drauf, damit das alles schön schick aussieht. Und verbinden es dann noch mit dem Strom. Nachdem wir nun den Heizungsaktor in der Fußbodenheizungsverteilung eingebaut haben und diesen auch angelernt haben an den Homematic IP Access Point, da geht es natürlich jetzt auch um die Konfiguration. Ebenso an den Homematic IP Access Point habe ich jetzt hier so ein Wandthermostat angelernt und diese beiden Geräte wollen wir jetzt mal miteinander verknüpfen. Darum bin ich jetzt hier auch schon in der Homematic IP App und hier in der App, da haben wir natürlich die ganzen Konfigurationsmöglichkeiten. Wir sehen hier jetzt auch schon mein Büro und wenn wir jetzt einfach mal reinschauen in die Geräte, dann sieht man auch schon, dass wir hier den Fußbodenheizungsaktor 12-fach angelernt haben und halt unseren Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor. Springen jetzt hier einfach mal kurz zurück, gehen auf den Punkt mehr, denn hier müssen wir noch mal ganz kurz konfigurieren, welche Stellantriebe denn überhaupt für diesen Raum halt zur Verfügung stehen bzw. auch eingestellt sind, denn das habe ich noch nicht gemacht, ich habe nur beide Geräte kurz angelernt. Ach übrigens, wenn du halt ein bisschen mehr wissen willst über das Homematic IP-System, dann schlage ich dir doch einfach mal vor, auf verdrahtet.info zu schauen. Denn dort gibt es einen Kurs für dich, der dir alles Mögliche zum Homematic IP-System erklärt. Das heißt, wir richten halt alle möglichen Geräte ein, wir sprechen über Beschattung, Lichtkonfiguration, natürlich auch hier über die Heizung und wie du alles ganz im Detail einstellen kannst in der Heizung, Alarm, Sicherheit, Amazons Alexa Service kommt natürlich auch nicht zu kurz. Das heißt, alles Mögliche von A bis Z, denn so heißt der Kurs auch, wird halt in diesem Seminar besprochen und das findest du auf verdrahtet.info. Aber nun gut, weiter geht's hier in der Konfiguration. Ich klicke mal kurz hier auf die Geräteübersicht und hier sehen wir dann auch den Fußbodenheizungsaktor 12-fach. Da drücke ich mal ganz kurz drauf, denn hier können wir jetzt die Zuordnung nochmal bestimmen. Darum gehe ich da auch auf die Zuordnung drauf. Jetzt haben wir hier erstmal den Raum ausgewählt, wo sich denn der Aktor befindet. Klicke mal kurz auf Weiter, kann den Namen nochmal abändern, wenn ich das möchte und kann jetzt hier die Heizkreisläufe bestimmen und das ist der wichtige Punkt hier an dieser Stelle. Für Heizkreislauf 1 habe ich ja dieses Büro hier eingerichtet, darum klicke ich da auf den Heizkreislauf 1 und sage jetzt, welchen Raum der überhaupt damit anspringen soll oder ansprechen soll und das ist natürlich Büro Stefan. Klicke dann auch wieder auf Weiter und habe jetzt hier den Heizkreislauf 1 mit meinem Büro hier miteinander verbunden. Man sieht es noch mal ganz kurz hier vielleicht in der Kamera auch. Ich weiß nicht, ob man es so erkennen kann, aber hier blinkt die Systemtaste schon. Das heißt, diese Daten wurden auch schon übertragen hier an das Wandthermostat, sodass auch das Wandthermostat jetzt schon die entsprechende Information erhalten hat. Habe ich in einem Raum mehrere Heizkreisläufe, dann machst du das genauso. Das heißt, du gehst hier auch wieder auf die Zuordnung, sagst dann, welcher Raum das Ganze dann sein soll, klickst unten auf Weiter und schon hast du auch einen weiteren Heizkreislauf hier verbunden mit dem Thermostat, sodass das Ganze auch schon soweit funktioniert. Gehst unten nochmal auf Weiter, sind die Daten auch schon übermittelt worden. Sehen hier oben noch einen Fehler bzw. einen Hinweis, das heißt, dass die Adaptionsfahrt fehlgeschlagen ist, macht auch Sinn, denn ich habe sie hier einfach nur an der Steckdose gerade noch hängen. Weitere Einstellungsmöglichkeiten hast du jetzt natürlich hier in der App, die wir auch alle sehen, aber ich möchte mir mit dir zusammen nochmal ganz kurz die Heizprofile anschauen, die wir jetzt haben. Wir haben jetzt hier im Büro Stefan erstmal das Standardprofil und hier für dieses Standardprofil, dort kann ich nochmal genau einstellen, okay, wie möchte ich das denn hier in meinem Raum haben? Das heißt zum Beispiel, dass ich sage, auf Montag möchte ich, dass nachts einfach die Temperatur abgesenkt ist. Das heißt, dass erstmal nachts die Temperatur jetzt erstmal runtergestellt wird auf 20 Grad zum Beispiel und das Ganze bis morgens um 8 Uhr ist eigentlich ganz gut. Und dann ab 8 Uhr soll die Temperatur auch hochgedreht werden. Das heißt, ich gehe hier wieder rein in die Konfiguration, dann auf 22 Grad zum Beispiel, sodass ich hier auch weiterhin im T-Shirt sitzen kann und das Ganze dann bis abends um 19 Uhr. Gehen wir oben wieder zurück und dann ab 19 Uhr, dafür klicke ich unten mal auf das Plus, ab 19 Uhr, dann kann die Temperatur auch wieder abgesenkt werden bis nachts um 12 Uhr. So,
und senken das Ganze dann hier wieder ab 19 Uhr dann ab, wieder auf unsere 20 Grad, die wir ja auch schon vorher eingestellt haben. Und so kannst du dann deine Profile auch ebenfalls erstellen, kannst es natürlich auch immer einzeln machen oder aber auch das Ganze wiederum kopieren auf die anderen Wochentage, wenn du das möchtest. Aber all diese Informationen gibt es natürlich dann auch im Seminar. Und so haben wir das Ganze jetzt auch schon eingestellt hier mit der Homematic IP Zentrale, sodass du halt dann die einzelnen Räume natürlich weiter konfigurieren kannst. Und wie gesagt, alle möglichen weiteren Infos, die gibt es bei mir nochmal im Seminar. Das war nun das Video zum neuen Fußbodenheizungsaktor. Ich hoffe doch sehr, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeig mir das doch gerne durch einen Daumen hoch. Wie immer, alle möglichen Infos gibt es nochmal auf verdrahtet.info und ebenso freue ich mich natürlich über einen Kommentar von dir, wie dir das Video gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, danke, ciao.